Und jetzt kommen wir zu den beiden großen Favoriten dieser Veranstaltung, nämlich zu den Tänzern aus Aachen und dann aus Bremerhaven. Zuerst der Tanzsportclub Schwarz-Gelb aus Aachen, Deutschland, Vize-Weltmeister des vorigen Jahres. Sie haben eine großartige Idee in die Tat umgesetzt, in Körpersprache umgesetzt, und zwar eine Schachpartie. Das Thema ist also Schachmatt und die Grundlage ist eine historische Schachpartie, denn vor 92 Jahren besiegte Harry Nelson Pillsbury seinen Gegner in 9 Zügen. Und in der Fachsprache ist das die sogenannte Wiener Eröffnung. Die Grundlage zur Idee dieser neuen Choreografie von der Trainerin Petra Hajduk. Und die musikalische Grundlage sind die Musicals Chess, Les Miserables und Der Mann von La Mancha. It was one of the great moments in the history of chess when 92 years ago the American champion Harry Nelson Pillsbury smashed his opponent in just 9 moves. White's king pawn occupies the center, the black one follows, the queen's knight jumps out. Pins the knight. My duty is to serve my king, not to shelter my queen. Greedily, black smashes white's queen. Did white miss that move? No! Check! The final blow. Das war also die Eröffnung dieses Wertungstanzes der Formation aus Aachen. Das Nachempfinden, das Nachtanzen, die Choreografie dieser berühmten Schachpartie, die vor 92 Jahren tatsächlich gespielt wurde, die sogenannte Wiener Eröffnung. Die Einzelleistungen, die tänzerischen Einzelleistungen dieser Paare sind unumstritten. 6 Paare dieser Formation tanzen in der Einzeldisziplin in der S-Klasse und die übrigen in der A-Klasse. Und eine Besonderheit gibt es auch noch der Trainerin Petra Hajduk. Sie sagt, dass das hohe Niveau allein zu wenig ist. Die Einbeziehung der Turnierkleidung in das sportliche Gesamtkonzept zum Thema Schach dem König ist für sie ebenfalls ein wesentlicher Punkt ihrer Darbietung. Turning, turning, turning through the dance, round and round and round and round.
Sie sehen also hier auch die Trainerin im Bild, Petra Hajduk, die die Bewegungen, die Choreografie ihres Teams überwacht und noch letzte Anleitungen gibt. Das ist notwendig bei einer solchen Formation, dass man immer ein bisschen mitdirigiert. Eine großartige Darbietung jedenfalls des TSC Schwarz-Gelb Aachen aus Deutschland.